Es interessiert auch keine Sau, dass da gerade einer kopiert ist, ne? Wisst ihr was? Ich lasse jetzt die ganzen Packs da oben einfach hängen. Ist mir jetzt scheißegal. Ich laufe einfach jetzt da durch die Tür und guck, was da ist. Und wenn da wirklich nichts ist, dann nimm halt trotzdem das C4. Ich hab's ja jetzt dabei. Was ist denn da? Ich kann nicht reingucken. Ich kann nicht reingucken. Eine rote und eine blaue. Na, leck mich doch am Arsch. Super. Das ist die rote. Du hast also eine gefunden. Ja, ich bin fast fertig. Ich muss nur noch etwas weiter suchen. Nee, nee. Mann. Ich fühle mich ein bisschen verarscht. Bin ich jetzt wirklich mal... Ich fühle mich wirklich verarscht. Ich weiß echt nicht, wieso. Ich bin eigentlich selber schuld. So, Uniform B. Roger, ich habe alle Uniformen des Feindes. Gut gemacht. Jetzt musst du dieses Gebiet verlassen, um die feindlichen Uniformen in dein Deck aufzunehmen. Kehr zum Eingang zurück, Snake. Verstanden. Verlasse den Ebro-Turm. Jetzt können wir ihn verlassen. Geil, ne? Ich bin nicht glücklich. Mit mir selber. Ich hab's ja selber zu verschulden. Das ist ja das Traurige. Bin ja selber schuld. Wie komme ich jetzt die Leiter hoch? Ja, scheiße war's, mein Freund. Dafür reicht deine KI leider nicht aus. Du bist so doof, um eine Leiter zu benutzen. Das ist schon ein bisschen traurig. Ja, dann gehe ich halt wieder. Jetzt ist er beleidigt. Oh. So, Einsatz beendet. So einfach. So einfach. Und man kann einfach so doof sein, weißt du? Na gut, wir haben eine Doppelgranate, zwei mal konzentrieren und drei Uniformen. Das ist doch schön. Du hast es also zum Eingang geschafft. Vergiss nicht, die feindliche Uniform deinem Deck hinzuzufügen. Ach ja, und Snake, nimm auch C4 in dein Deck auf. Warum, Alice? Vertrau mir einfach, bitte. Okay, okay, ich werde es mir überlegen. Jetzt hätten wir den Tipp bekommen, C4 mitzunehmen, weil es da erst weitergeht. Jetzt wird ein Schuh draus. Echt jetzt? Das ist doch Mobbing. Da, das ist doch Mobbing. Jetzt kommt dann die zweite Uniform. Wenn jetzt die dritte noch kommt, dann flippe ich aus. Gut. Ich gebe wieder unsere Münzen aus, ja? Der Revolver Ocelot. Achso, die Desert Eagle. Ja, gut, die ist auch okay. Der hat wegen der Desert Eagle so einen Ton gemacht. Ja, ich hab's verstanden. So, jetzt muss ich alle drei Uniformen mitnehmen. Boah, ist das doof. Bringt ausgewählte Bomben nach 10 Kosten zur Detonation. Ja, wir können auch mit einer SOCOM draufschießen, ist dasselbe. So, und jetzt muss ich drei Karten deswegen da lassen. Na super. Einfach so, weil ich es kann. Karton ist gut, Ausrüstung ist gut, Spin-Kick ist gut, das ist gut, das ist... Das ist scheiße, wieso habe ich das dabei? So, jetzt erstmal speichern hier. Weiter geht's im Ebro-Turm. Oh ja, gut, wir gehen doch nicht rein. Du hast also dein Deck mit der feindlichen Uniform ausgerüstet. Trage eine Uniform in der Farbe wie die feindlichen Soldaten in jedem Abschnitt. Dann müsstest du unbeschadet passieren können. Mit Kriechen kommst du durch die Leitungen und Schächte. Denk dran. Geh und finde Clown Snake. Wir verlassen uns auf dich. Verstanden.
So, dring in den Ebro-Turm ein und erledige Clown. Jetzt wird's richtig brutal hier. So, das Gute ist, wir haben das Kartendeck hier aufgehoben. Das heißt, wir können sie gleich nochmal auch abholen, wenn wir wollen. Das ist gut. Unsere Fehler werden uns verziehen. Ich hoffe, ihr verzeiht mir auch. Das war schon ein bisschen peinlich. So, treffen wir ihn mal und tun ihn stürzen. So. Ja, oh, er ist bewusstlos. Dich aber doof. Dann jetzt schnell weg hier. Denn er ist schon wieder auf den Beinen. Feiner Kerl. Guck ruhig in die falsche Richtung. Das ist richtig so. Das machst du ganz toll. Idiot. So. Guck mal, was er hier macht. Er lebt sein Leben. Das ist doch schön. Ich würde aber auch gerne mal... Die braucht man nicht wirklich. Die grüne braucht man wirklich nicht. Ich brauche auch die beiden nicht. So. Ah, ich möchte Level 2 haben für die Ausrüstung. Sonst werde ich jetzt gleich aggressiv. Er weicht mir aus und versetzt mich in einen Gegenangriff. Aber er hat mich nicht gesehen. Echt jetzt? Volle Schusswechsel. Hä? Ach, jetzt hat er mich gesehen. Das ist ja ein Schlauer. Du, mein Freund, du weißt aber schon, dass ich jetzt sauer bin, gell? So. Arschloch. Warte mal, wie viel habe ich denn gerade? 7. Mist, das reicht nicht. Ja, dann drehe ich mich schon um. Warte wieder, bis er bei Bewusstsein ist. Jetzt sucht er mich nämlich und findet mich nicht. Hehe, so ein Idiot. Und jetzt krieche ich einfach von dannen. Tschüssi. Ja, so geht das. Wo ist der hin? Ach, verdammt. Wahrscheinlich habe ich mir das nur eingebildet. Na klar hast du dir das nur eingebildet. So. Sind wir wieder auf der anderen Seite. Der weiß immer noch nicht, was hier abgeht. Wird es wahrscheinlich auch nie verstehen. Ist nicht mein Problem. Das ist sowas von nicht mein Problem. Hallo. Wir könnten theoretisch jetzt die rote Uniform anziehen, wenn wir sie denn bekommen würden. Aber wir bekommen es nicht. Warum denn auch? Wäre auch viel zu einfach. So, die rüste ich noch schön aus, dann ist nämlich auch weg. Jetzt sind wir cool. Obwohl ich zugeben muss, Rot passt mir einfach nicht. So. Oh, ein Roter. Oh, jetzt aber. Jetzt gibt's Krieg. Aber hallo.
Hallo. Ich sehe geil aus. Und du auch, mein Freund. Ist euch aufgefallen, dass wir bisher noch niemanden getötet haben, sondern allen einfach nur irgendwie ausgewichen sind? Respekt! So, mal gucken, ob er was tut. Ich weiß ja nicht, ab wo das rote Gebiet aufhört. Und ich weiß nicht, ob die mich dann auch angreifen. Da bin ich mir gerade echt unsicher. Ich habe normalerweise noch nie mit diesen Uniformen gespielt. Warum auch? Hat ja so auch gut geklappt bisher. So, noch die Level 1er Karte drauf. Das C4 brauche ich noch, aber die blaue Uniform brauche ich nicht wirklich mehr. Außer für den da oben vielleicht, aber der kann mich ruhig in Rot sehen. Dann sieht er nämlich auch rot. Nee. Ich brauche eine Farmas. Für den Kollegen dort oben brauche ich eine Farmas. So, darf ich wieder? Danke. Einmal ausweichen nach vorne, dann laufen wir weiter nach oben. Zu dem bösen Grünen, den wir nicht erreichen können von hier. Noch eine Weste. Dann bewegen wir uns mal vorsichtig zu unserem Kollegen dorthin. Der wird uns wahrscheinlich gleich angreifen, wenn er uns sieht. Ich sehe es doch schon kommen. Vorausgesetzt, er sieht uns natürlich. Das ist die nächste Frage. Nein, er sieht uns nicht. Ist der doof? Jetzt ist natürlich die Frage... Nee, ich laufe mit dem Spin-Kick. So, ich würde gerne die Leiter runterkommen. Darf ich? Nö. Darf ich nicht. So ein Egomane, ey. Kriegt jetzt gleich einen aus dem Maul. Gut. Als nächstes bleibe ich stehen. Er sieht mich ja eh nicht. Aber ich habe gerade Angst vor diesem Ausweichen, deshalb. Weil der hat noch das Ausweichen, das wird wahrscheinlich bei meinem nächsten Schuss funktionieren. Dann nutze ich lieber die SOCOM. Ja. So, jetzt hat er sein... Oh. Das greift er auch noch an. Gut, dann wir halt auch. Selber schuld. Tod von oben. Ich überlege gerade, ob wir das machen sollen. Ja, machen wir. Machen wir. Wir rüsten aus. Solid Snake. Hangeln. Dann hangeln wir uns darüber. Hangeln. Wir können uns jetzt einfach auf seinen Kopf runterfallen lassen. Das wäre natürlich cool, aber dann wären wir wieder unten. Das wäre jetzt nicht. Dann, das wäre dann allerdings nicht so cool. Bleiben. Wir hängen ein bisschen ab. Der kann das ab, der kriegt das hin. Der ist doch stark hier, unser Snake. So, zurückkehren. Ich hoffe, ey, ich habe so Angst, dass ich irgendwann mal aus Versehen Fallen drücke und der dann nach unten fällt. Und hopp. So, als nächstes wieder hangeln, bitte. Schupp. Was ist das denn? Ich habe mein Handy noch auf laut. Das ist aber doof. Das ist sehr unprofessionell. So. Entschuldigt mich für diese
für diesen Fauxpas. Das hätte nicht passieren dürfen. Aber ist halt passiert. Shit happens. Gut. Ja, doof, aber passt schon. Ich glaube, die Hangelnkarte haben wir noch ein bisschen. So viele Kosten haben wir jetzt auch noch nicht gehabt. 90 Kosten hält ja Solid Snake aus, also. Das trifft sich natürlich gut, wenn da die blaue Uniform kommt. Weil dann können wir die nicht gleich missbrauchen. So. Und nach oben, bitte. So. Ein Anruf. Was ist los, Snake? Es bringt nichts. Clown ist nicht hier. Hast du im südwestlichen Terminal nachgeschaut? Vielleicht findest du da deinen Hinweis. Schau nach. Kapiert. Ich muss jetzt ein... Oh. Nein, ich besprenge jetzt einfach die Wand. Ist mir jetzt egal. Ich weiß, dass Clown hinter dieser Wand ist. Soll nicht so Scheiße machen mit mir. Nicht immer hin und her schicken. Ist doch scheiße. So, einmal dicht stehen, bitte. Der Blauling da. So, benutzen. Ah, dass er einfach nicht das an die Wand tut, ist auch richtig doof. So, ganz weit weg. Würde jetzt gleich eh Alarm geben, ich weiß. Deswegen ist es auch sinnlos, dass ich die blaue Kappe angezogen habe. Obwohl, wir könnten kurz das Pack holen, dann die blaue Kappe, werden wir die blaue Kappe noch haben und dann erst das C4 sprengen. Das könnte man natürlich auch tun. So, dann hole ich nämlich kurz das Paket da ab. Du tust mir ja nichts, gell? Ich bin dein Kumpel. Ich bin ein Homie. Ich bin ein Bro. Gell, Nigga? Gut. Ein geiler Freund. So. Yay, Deck wird neu geladen. Das ist immer schön. So. Die müssen wir wieder ausrüsten hier. Die haben wir ganz verschwendet. Na los. So, na dann, Feuer frei. Na, wer hätte das gedacht? Das ist Alarm. So, da hinten ist ein Raum. Wer hätte das gedacht? Der weiß... Kommt der jetzt eigentlich... Der kommt nicht die Tür da raus, oder? Der ist zu doof dafür. Gut, wir gehen einfach durch den Riss, den wir da gerade verursacht haben. Warum denn nicht? So. Roger, hier ist ein verborgener Durchgang. Sicher steht Clown am Ende des Durchgangs. Geh dort hindurch, Snake. Besiege Clown und hol dir Pythagoras zurück. Okay. Von wegen zum Terminal gehen. Du kannst mich mal mit deinem Terminal. Ich komme selber gut zurecht. Vielen Dank. So. Einsatz beendet. Na also. Hat doch gut geklappt. Schon wieder ein D-Rang hier, Mann. Bombenaktivierung bringt alle gelegten Bomben zur Explosion. Das ist gut. Oh, eine P90. Die Waffe von Solidus. Die ist gut. Die ist gut. Roger, hier ist ein Aufzug. Dieser wahnsinnige Witzbold lud mich praktisch ein, damit zu fahren. Hm, was ist das? Stimmt etwas nicht? Dein Bild erscheint plötzlich auf dem Monitor. Was könnte das bedeuten? Es ist der Monitor unserer Spionagesatelliten. Du dürftest dort auf keinen Fall zu sehen sein. Snake, stehst du vor einem Aufzug? Ja. Wer könnte dafür verantwortlich sein? Egal, du musst Clown finden, Snake. Sie tarnt und verkleidet sich meisterhaft. Also Vorsicht. Verstanden. So.
Wir drücken unsichtbar auf das Knöpfchen. Oh. Oh, nicht schon wieder diese Kopfschmerzen.